Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe. Nein, Skelly, nein. Lass das sein. Sabalot, nochmal. Hier dem Rauschen, Dankeschön, genau das habe ich gebraucht. Bei der nächsten Ausgabe von Technomagia 93 Jovia. Alter, dieser Grip macht mich hier noch zu einem ihrer Insassen. Also wirklich hier die ganzen Monster, auf die ich stoße. Oh Mann, und jetzt habe ich da das. Ich habe dieses Amulett. Ein Amulett! Ja, ist klar, ist gut. Ich trag's ja. Feuerball. Dankeschön. Jetzt gib mir. Lass mich. Nein, ich will bitte mein Leben behalten, was ich mir jetzt gerade geholt. Oh, ihr nervt. Alter, die nerven sowas von. Nee, das tue ich jetzt neu laden. Ich hatte so viel Leben. Stimmt. Ich habe den Heiltrank ja nur gekriegt, weil ich den Skellyman getötet habe. Ach, du bist ein bisschen. Moment, ich bin jetzt. Oh doch, ich bin fast rumgegangen. Okay, das war vielleicht auch nicht die beste Entscheidung. Also hätte ich sie zumindest tot gewusst. Okay. Ich habe das Gefühl, manchmal kann ich sie einfach nicht treffen. Alter, ich muss mich unbedingt zuerst um die Schattenmänner kümmern, weil die entziehen mir die ganze Zeit mein Leben. Alter, nein. Ja, trag es um den Hals und sei glücklich, du bist der König der Welt. Oder? Pfui. Das, was ich brauche. Genau das, was ich brauche. Ja. Okay, gib mir das Deutsch. Alter Falter. Puh. Nehme ich noch auf? Ich hoffe, ich nehme jetzt noch auf. Ich habe jetzt einfach nur wieder das FPS-Zeichen versetzt. Ich hoffe. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das jetzt alles funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. What the... Oh Gott. What the hell? Ja, was soll ich denn jetzt bitte gegen Geister machen? Es geht wahrscheinlich nur darum, dass ich ihn ausweiche. Crypt-Finale. Das ist das Finale? Ja, das war ja wunderbar. Okay, so wie ich jetzt verstehe, soll ich... ich tue mir erstmal das hier einverleiben. Das war, glaube ich, doch Anti-Venom-Hope. Ja. Hope, Herb. Ich glaube, das ist mehr, dass ich den Geistern ausweichen kann, oder? Weg mit euch! Ich will zu keinem von euch werden. This door can only be opened from the other side. Meinst du damit, ich muss ins Jenseits wechseln? This door can only be opened from the other side. Was wollt ihr mir damit sagen? Wo bin ich überhaupt? Jetzt bin ich hier. Von welcher Seite? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob den... Was steht hier? Water is the guardian of all life. Water. Ja, Wasser. Soll das bedeuten, ich soll irgendwas mit Wasser machen oder was soll ich hier denn? Ich habe das Gefühl, ich muss die Geister töten, aber mit meiner Kraft kriege ich das definitiv nicht hin. Ach so, das war diese Barriere, okay. Puh. Ich habe keine Lust. Ich glaube, das ist die Sache, die können einfach in mir erscheinen und ich weiß noch nicht mal, ob ich sie besiegen muss. Wie wäre es, wenn ich einfach am Eingang stehen bleibe und mache, ui.
Anscheinend schießen sie doch irgendwas auf mich. Das da drüben scheint ein Schalter zu sein, aber was soll ich da tun? Habe ich überhaupt das, was ich schon brauche? Um das da irgendwie was zu bewerkstelligen? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Was ist der? Ja, was ist der Video? Crypt Start. Okay. Und was soll ich da bitte? Was soll ich da unten machen? Ich habe keine Ahnung. Ein Treffer und ich bin tot. Und sind das diese Wesen, die ich besiegen muss? Wenn ja, habe ich wirklich ein Riesenproblem. Ich habe nämlich keine Kraft. Und ich glaube nicht, dass gegen die wirklich Feuer effektiv ist. Feuer. Und jetzt habe ich sowieso keine Kraft mehr. Wie viele fliegen da überhaupt rum? 3 oder 4? Ich glaube, es war wirklich vorgesehen, dass ich mit mehr Leben dahin komme. Ach du liebes Bisschen. Das wird der Sound sein, den ich so oft in diesem Spiel hören werde. Puh. Ich hoffe, ich kann irgendwie raus und mir nochmal Potions holen. Ich hoffe irgendwie, der Markt hat auch zu dieser unheiligen Stunde offen. Denn ich glaube, das muss ich tun, ansonsten habe ich keine Möglichkeit, das zu überstehen. Ja, und das ist jetzt auch wieder das Problem. Ich brauche einen goldenen Schlüssel, um da rauszukommen. Und den kriege ich wahrscheinlich erst, wenn ich hier die Dämonen besiegt habe. Ja, das ist das große Problem. Ich habe nämlich nicht das Können, um sie jetzt aufzuhalten. Gut und schön, ich kann sie sehen. Zwei Treffer und ich bin tot. Was? Ich kann nichts. Es muss ein Wunder geschehen. Es müsste ein Wunder geschehen, wenn ich das hier jetzt überstehe. Irgendwie. Moment. Ach so, ich habe die ganze Zeit angehabt. Aha. An Old Can. Ja, kann ich das für was verwenden? And the Venom have completely cured poisoning. Das bringt mir nichts. Treats Poisoning. Hat mir aber irgendwie gar nichts geholfen. Bah. Vielleicht verlangsamt. Moment, warte. War da drüben was anders? Wisst ihr, es wäre eine schöne Sache, wenn dieser Checkpoint irgendwie mein Leben komplett aufhellen würde. Komplett hier aufladen würde. Wäre doch eine tolle Sache, oder? Die sind so schnell, wie soll ich denen überhaupt ausweichen? Kommt her. Ich warne euch, kommt her! Ich habe ihnen ja gesagt, sie sollen herkommen. Was sind das überhaupt für Wesen? Das sind für diese Dämonen, aber haben die auch einen Namen? Und wenn es nur Gustav ist? Der ist... Was für eine Reaktionszeit muss man da haben? Man dieses Teil... Da muss man irgendwas machen. Ich glaube, ich muss die gar nicht bekämpfen, sondern ich muss irgendwie auf die Schneider drauf, aber irgendwas tun. Was soll ich denn da tun? Die sieht aus wie ein Schalter, als könnte ich da... Moment. Jetzt sagt mir nicht, das ist ein sicherer Punkt. Ist das... Ich habe gespeichert. Ich habe ihnen viel Schaden zugefügt. Irgendwie ist... Das kann kein sicherer Punkt sein. Nein, das war nur Zufall. Nee. Nee.
Komm doch, komm doch, komm doch. Jetzt sind die von der anderen Seite gekommen. Ich bin wirklich verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Komm. Es sind anscheinend, glaube ich, nur drei Geister. Ich glaube, ich sehe nur drei Geister. Die drei Geister der zukünftigen, des gegenwärtigen und des vergangenen Todes. Soll ich mich vielleicht nur in eine... Ist das der Dreck? Könnte das der Dreck sein? Ich stelle mich in eine Ecke rein und dann können sie ja nur von vorne kommen. Komm doch her, komm doch her, komm doch her, komm doch her. Aber die schießen ja auch auf mich. Die schießen auf mich. Es ist ja nicht nur ihre Berührung, sondern nein, sie greifen mich auch noch mit irgendwas an. Spektralen Lasern, was weiß ich. Feuer! Ja, voll daneben und du und voll drauf auf mich. Ach du liebes bisschen. Doch, es sind vier. Es sind vier verdammte Geister und die haben wahrscheinlich alle was von 50 HP. Aber dennoch, was hat es mit dem hier auf sich? Das soll ich hier was machen? Hier in Korken rein oder Kreide. Und da kommen die Geister, ne? Da ist der Kreidespalt, da könnt ihr nicht hin. Was ist, wenn ich das hier... Ich hab's ausgerüstet. Zeng makes ghosts visible. Ich werde gerade sowas von sauer. Frustriert und was weiß ich noch. Muss ich vielleicht das Licht ausmachen? Mögen die kein Licht? Kein Licht? Ich kann sie vielleicht so abwehren, aber ich kann nicht ihre Angriffe abwehren. Soll ich dabei noch springen oder was? Wie ein Reh im Blumenfeld. Ich habe das Gefühl, das wird mein Ende sein. Dass ich hier nicht lebend rauskomme. Oh Gott. Wenn ich es irgendwie hinkriege. Das wäre ein verdammtes Wunder. Aber diese Stelle da. Die sieht verdammt normal aus, kann man da was machen, aber ich weiß nicht, ob man da was machen kann oder machen soll. Diese Stelle, das ist die einzige Stelle hier, die kann nicht ohne Grund da sein, oder? Die kann nicht ohne Grund da sein, oder? Hat dann Licht geleuchtet? Oh, habe ich mir da was eingebildet? Ah ne, das war die Fackel hier. Ja, ich krieg Erfahrung und dann sterbe ich. Das ist ja eine große Erfahrung, die größte Erfahrung des Lebens. Wie schnell kann man sterben? Feuerball! Ja, voll daneben. Egal wer ihr seid, egal was ihr ist, ich hasse euch zu tiefst aus den dunkelsten Ecken meines Herzens. Ich hasse euch. Es kann... Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann... Ihr müsst mir dann auch nicht schreiben, wie man es macht oder wenn ihr wollt, aber ich werde wahrscheinlich vielleicht weiter sein, vielleicht auch nicht, aber ich werde dann nachschauen, ob es eine geheime Strategie gibt oder ob es einfach darum geht, sie zu besiegen. Ich kann hier durch, ich kann hier einfach durch. Warum kann ich hier eigentlich einfach durch, obwohl ich brauche einen goldenen Schlüssel.
Und das sagt mir irgendwas mit Wasser. Water is a garden of all life. Nur habe ich kein Wasser. Ich habe kein Wasser. Ich habe nichts irgendwie in der Art. Meine Fresse. Ist da unten irgendwie noch ein Symbol? Habe ich da was verpasst? Kann ich mir hier irgendwie leben? Das soll... Wollt ihr mich verkackeiern? Wollt ihr mich... Man kann sich hier heilen. Man kann sich hier heilen. Woher hätte ich das bitte wissen können? Ich hatte zwar gesehen, dass da irgendwie was passiert war, aber ich hatte keinen Schimmer, dass bei diesem Feuer passiert. Woher hätte ich das bitte wissen können? Antwort: überhaupt nicht. Oh, Luzifer. Das ändert nämlich viel. So kann ich nämlich mehr als nur einen Treffer aushalten. Und wird es immer wieder aufgefrischt, wenn ich hier die Ebene verlasse? Wäre das vielleicht möglich? Das fände ich nämlich wirklich großartig. Oh Gott. Irgendwie, da steht ja auch sowas nur wie Water is a Guardian of Life, nicht sowas wie geh in das Licht des Lebens und frische dich. Das war irgendwie nur einmal gewesen, oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder was? Aber gut. Ich habe jetzt mehr Leben. Das ist gut. Gleich mal gespeichert. Damit könnte sich nämlich jetzt wirklich das Blatt hier zu meinen Besten wenden. Bevor ich mich hier am Grab wende. Und zwar tausendmal wegen diesem Schrott, was ich hier zusammengefügt habe. So kommt er! Oh mein Gott. Du bist der Letzte, oder? Warum auch immer Geister Lebenstränke fallen lassen? Da erscheint der Schlüssel. Danke. Oh, danke Gott. Und das alles, weil ich dorthin gegangen bin, wo ich mich heilen kann, obwohl ich überhaupt keinen blassen Schimmer hatte, dass das da möglich ist. Ich hoffe, du bist stolz auf mich, Großmutter. Melvin, you've done it. I'm free again at last. And the whole nightmare is over. You are a good boy. Never lose faith in yourself and your abilities. Komischer Zufall, dass du das ansprichst, denn genau das hätte nämlich vor kurzem wirklich passiert. Dass ich Verklaume an mich und meine Fähigkeiten verliere. Aber weißt du was, ich lag dann ein bisschen am Lagerfeuer, dachte mir, na, so schwer ist es doch nicht, und ja, da war ich wieder erfrischt mit neuem Leben. Grandmother, wait. Stay here. I've got so many questions. Sie ist tot, lass die Toten ruhen. I can't stay any longer, my darling. But you are on the right path. Take this healing potion from me. It heals serious wounds. Have faith, Melvin. A great mission awaits you. Tschüss, Grandmama. Ach Gott, ja, und jetzt ist der Tag wieder angebrochen. Wunderbar. Große, vier große Healing Potions. Danke, danke, danke sehr. Ich hab dir gesagt, du solltest mal abhauen und da reinzugehen, aber hast du auf die Krähe gehört? Nein, natürlich nicht! Ja, große weiße Krähe, nächstes Mal höre ich auf deine großen weißen Worte.
Und wehe, der Schmied ist jetzt nicht fertig mit dem Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun werde, wenn da noch irgendwas passiert, was mir ein bisschen Frustration hier Hör mal auf zu reden. Hör mal besser auf zu reden. Bin ich hier richtig? Jo, hier bin ich richtig. Gut, also Schmied, die Nacht ist vorbei. Wo ist mein Schlüssel? Und wie du verdient willst dafür Geld. I've just finished the key. Here, take it. By the way, I happen to know that your father keeps a diary. Perhaps you can find out more about his absence if you find the diary. Alles klar, danke für den Tipp. Ich weiß eigentlich schon, ein Tagebuch ist etwas wirklich Wichtiges und Heiliges. Du solltest nicht einfach verraten, dass jemand was hat und dass du es finden und lesen sollst. Das ist kein Respekt. Ich bin immer noch wütend. Ich bin immer noch sauer über die Sache, die da passiert ist, ganz ehrlich. So, also gehen wir mal rein. Wo ist der Vater gewesen? So. Tolle Sache. Finde ich hier drin noch was? Erstmal hier alles stöbern, was er irgendwie hier haben kann. Im Schrank zum Beispiel. So, empty. Oh, ich frage mich, wo das Tagebuch ist. Oh, Lucifer, wo kann es sein? Vielleicht hinter diesem Werk hier, was aussieht wie die Bibel? Okay, meine Damen und Herren, wir sind jetzt angekommen in dem Haus unseres Vaters, nachdem wir hier auf Ghostbuster gemacht haben. Und ja, was sind noch unsere Quests, die wir zu erledigen haben? Seal the Burst Steampipe solves the Scrapyard Riddle. Okay. Drive the evil spirits out of the crypt. Ja. Und wer hat uns jetzt gesagt, dass das wirklich die Bösen waren? Vielleicht war ja auch die Großmutter die Bösen. Das war alles ein großer Plan von ihr, eine große Scharade. Okay, aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Eine wirkliche Pause. Und ja, ich hoffe dennoch, Ihnen hat diese Fähigkeit, nee, ich hoffe, ich kann es nachvollziehen, wenn Ihnen diese Fähigkeit nicht gefallen haben. Und vielleicht auch nicht diese Ausgabe, weil ich habe mich wirklich blöd angestellt und dann kam die Sache mit, oh. Aber wirklich, woher hätte ich das wissen sollen, dass ich mich am Feuer heilen kann? Woher hätte ich das wissen sollen? Es gab keine Beschreibung, nicht sowas im Kommentar von Melvin, oh, dieses Feuer fühlt sich so warm an, ich fühle mich gleich wieder gut und lebendig. Nein, da kam nichts. Okay. Also, wenn sie ihn dennoch gewandert, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Technomage. Bis dahin, ihr 93. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.